Schatz, ich bin wieder zu Hause. Oh mein Gott. Luisa. Maki, wie kommst denn du? Luisa, es ist nicht das, wonach es aussieht. Nee. Wie kommst denn du, mal ernsthaft? Luisa, es tut mir leid. Nein, fass mich nicht an. Ohne Witz, verpiss dich. Los, hau ab, Mann! Luisa! Du auch, du Schlappe, los, raus! So, kannst du mitnehmen. Luisa. Los, raus! Mach die Tür auf. Luisa, hau Luisa. Ab! Verpiss dich, Mann! Arschloch! Brauche ich auch nicht mehr. Kannst du auch direkt mitnehmen. Scheiße. Fuck, Mann. Danke. Tut mir leid für dich. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Heute kam es zu einem Bankraub in der Braunschweiger Kreissparkasse. Es wurden ca. 500.000 Euro gestohlen, doch der Täter des Bankraubs konnte nicht gefasst werden. Verantwortlicher der Polizei, Jan Halbermann, sprach von schwierigen Ermittlungen, da der Täter kaum Hinweise auf seine Identität. Thank you.
Von einer Brücke springen? Wie kreativ. Aber kaum Blut. Ich glaube nicht, dass man dir dafür viel Beachtung schenken wird. Der wird kaum an dich denken. Was? Ist doch ein Typ, oder nicht? Ich meine, kann ja jeder selbst entscheiden. Was weißt du schon? Wie heißt du? Ich mach's garantiert nicht wegen der Aufmerksamkeit. Und auch nicht wegen einem. Aber wie heißt du? Mila. Alles klar, Mila. Dann setz dich zu mir und erklär mir den Grund. Lass mich in Ruhe. Dann spring doch. Ich werde dich nicht aufhalten. Mein Leben läuft beschissen. Weißt du, ich habe ihnen vertraut. Aber sie haben mich nur benutzt. Ja, das klingt wirklich beschissen. Was willst du eigentlich? Du hast doch keine Ahnung. Diese Spasten. Meine Freundin hat mich betrogen und heul ich deshalb rum? Ein bisschen vielleicht. Aber ich stürze mich doch nicht von einer Brücke. Wie alt bist du? 19. Du gefällst mir. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Die schlagen mich. Und wo soll ich schon hingehen? Es tut mir leid. Ehrlich. Aber kannst du nicht eine Lösung finden, bei der du nicht stirbst? Ja. Danke für deine Hilfe. Das Leben ist halt scheiße. Da kann man nichts machen. Denkst du, mir geht's gut? Ach, diese Schlampe. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Für heute. Deshalb wurde der Bankräuber noch immer nicht gefasst. Doch jetzt geht es darum, ob heute jemand den Lotto-Jackpot von 400.000 Euro knacken kann. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ziehung im Mittwochs-Lotto. Ob Sie heute den Jackpot von 500.000 Euro geknackt haben, das sehen Sie gleich. Viel Glück! Die heutigen Lottozahlen sind 3, 11, 28, 35, 30, 47. Ja, ich hoffe, Sie hatten Glück. Das war's dann auch schon wieder von uns. Jetzt kommt die Tagesschau. Ja. Und ich hoffe, nein, ich weiß, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Krass. Diese Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr. Naja, jetzt kommen wir jedenfalls zu unserem neuen Mix. Consider.
Mila? Du Hure, wir brauchen dich noch. Du kannst abhauen, wenn du nicht mehr feucht wirst. Alles okay? So geil mit deiner Schwanzlänge, du Flachwichser. Na, hast du jetzt genug? Lass mich! Ich hasse euch! Hey, Schwanzlutscher! Warte, wo willst du hin? Es ist spät. Geh nach Hause. Wo soll ich hin? Ich hab kein Zuhause. Ich kann nicht zurück. Geh irgendwo hin. Aber bei mir kannst du nicht bleiben. Verpiss dich. Das Meer ist wunderschön. Was machst du denn hier? Ich hab doch gesagt, ich kann nirgendwo rum. Ich bin genauso alleine wie du. Und was machst du hier? Es ist wunderschön hier. Ich bin weggelaufen, weißt du? Meine Mutter. Ach, keine Ahnung, wo die ist. Da blieb nur mein Vater. Mein Vater war immer für mich da. Weißt du, er hat immer gesagt, dass...
Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sie hat mich nicht betrogen. Ich war. Es ist meine Schuld. Viel Geld geklaut und alle beschissen. Aber wieso? Ich kann nicht zurück. Ich habe alles verloren. Das Leben ist halt beschissen. Aber da kann man nichts machen. Aber du schaffst das. Mila, wenn du aufwachst, werde ich weg sein. Ich muss es so tun. Sonst wäre alles, was ich die letzte Woche getan habe, dahin. Weißt du, mein Vater hat damals immer gesagt, gebe alles für die, die du liebst. Das waren seine letzten Worte. Ob ich alles richtig gemacht habe, ich weiß es nicht. Doch was würdest du tun, wenn du weißt, dass du in einer Woche stirbst?